Hi Leute, ich stand tatsächlich schon draußen vor meiner Wohnungstür und habe mir gedacht, nee, nimm die Kamera mit. Es passiert zwar jetzt nichts ordentlich, außerordentlich Spannendes, aber ich werde mich jetzt losmachen, treffe mich mit der Melli, wir treffen uns am Alex. Wir wollten eigentlich spazieren gehen. Allerdings hat sich das Wetter jetzt wieder so ins Regnerische verändert, dass wir da jetzt nicht wirklich Bock drauf haben. Aber wir müssen zu einem Asienmarkt und deshalb machen wir uns da jetzt los. Gehen da zum Alex und später kochen wir uns dann was und sind halt dann bei Melli. Und ich denke, dass ich heute und morgen zusammenlegen werde, aber so ein paar Eindrücke filme ich für euch mit und jetzt geht's los. Das nehme ich auch. Der richtig geschnitzt bin. Du musst auch jetzt. Nein, das will ich nicht. Du hast ins Bild geraucht. Next stop. Asiamarkt. Yes. Das schmeckt nicht gut. Hi Leute, meine Speicherkarten sind gerade voll, deshalb muss ich das kurz mit dem Handy hier aufnehmen. Ich habe heute schon die komplette Wohnung geputzt und jetzt ist es schon noch mittags. Deshalb ist es jetzt mal Zeit, was zu essen. Ich habe mir hier Porridge gemacht, mit Zucchini gestreckt sozusagen und Vanille- und Schokopudding obendrauf. Und ich habe auch hier das getoppt mit diesem und gewürzt. Gewürzt. Oh Mann. Mit dem Oatmeal Spice von Just Spices. Miley. Das bin ich jetzt schon sehr gespannt. Das probiere ich heute zum ersten Mal. Dieses Oatmeal Spice. Und dann gibt es noch zwei Scheiben Toast. Das sieht nicht so schön aus. Das sieht schön aus. Yes. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Miley, nein! Ja, ich melde mich dann gleich nochmal richtig bei euch, vor allem wenn ich meine Speicherkarten entleert habe. Miley. Why? Miley! So Leute, ich werde zum Glück gleich abgeholt. Genau, bevor ich gleich abgeholt werde, ich will noch mal so ein bisschen in die Stadt fahren. Ich überlege auch, ob ich gucken sollte. Es ist jetzt eine längere Geschichte, aber ich habe ja eine Apple Watch und habe mir die dann vor einem Jahr ungefähr gekauft für, um auch Kalorien zu tracken und so. Aber ich bin damit irgendwie nicht so zufrieden. Ich muss das vielleicht mal ausführlicher erklären. Ich überlege tatsächlich wieder zu einer Fitbit zurückzugehen. Und da wollte ich mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich euch aber noch kurz zeigen, was ich... Kannst du mal kurz auf Twitter gehen? So, ich wollte euch noch zeigen, was ich mir gestern geholt habe. Wir waren ja auch hier unter anderem bei der Body Shop. Da habe ich mir hier dieses Öl gekauft. Also hier steht Hair und Body Öl, aber ich würde es halt, denke ich, nur für den Körper benutzen. Aber es riecht halt sehr, sehr gut. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Dann stehe ich ja zurzeit auf alles, was nach Kaffee riecht. Ich habe mir auch selber dieses Kaffee-Peeling gemacht.
Und deshalb habe ich mir diese Coffee-Maske hier geholt. Ich hatte die schon mal in klein. Und ich finde halt, die hat jetzt nicht so viel gemacht mit mir. Aber weil ich gerade diesen Coffee-Duft so liebe, habe ich mir die mal wieder gekauft. Und ja, also... Boah, ich kann mich gar nicht konzentrieren mit diesem Kind, ey. Genau, was ich sagen wollte, ich trinke ja auch gar keinen Kaffee, aber ich rieche Kaffee unglaublich gern. Dann habe ich mir hier ein Avocado-Peeling mitgenommen. Und zwar, genau, ich habe davon schon die Body Butter und das ist jetzt das Body Scrub. Und ich mag diesen Avocado-Duft sehr gerne. Und dann habe ich noch einen Block Shea Butter mitgenommen. Das habe ich so in so Form noch nie gesehen. Und ja, viele von euch haben mir auch gegen trockene Haut speziell Shea Butter empfohlen. Und da habe ich gesehen, hatten die hier diesen Block, also das ist 100% Shea Butter. Und da muss ich mal gucken, wie ich das einsetzen kann. Genau, dann habe ich noch dieses bei Bershka, dieses Top hier, dieses Crop Top mitgenommen und diese Hose. Man sieht jetzt leider nicht viel, das ist eine Mom Jeans. Und diese Schuhe hier. Ich hatte mir die vor ein paar, schon Monate her, das war im Herbst oder so, hatte ich mir die mal online bestellt bei Bershka. Und bei denen braucht man aber eine Nummer größer. Ich hatte die in 38 bestellt, waren halt zu klein, musste ich zurückschicken. Und gestern, kurz bevor ich von Bershka raus bin, ich hatte schon bezahlt, sehe ich diesen Schuh. Und ich dachte mir so, ich muss ihn anprobieren, habe ich 38 genommen, habe gemerkt, der ist zu klein. Und erst dann ist mir aufgefallen, ach, ich glaube, das ist dieser Schuh, den ich mir schon mal bestellt hatte. Und den haben die jetzt im Laden. Und jetzt habe ich mir den mitgenommen und habe ihn in 39, also eine Nummer größer, als ich halt eigentlich trage. Ich weiß, dass ich mich damit unbeliebt mache, aber ich bin genervt von diesem Kind. Ich bin einfach fucking genervt. Ich will kein Babygeschrei hören, ich will es einfach nicht hören. Ich habe nichts mit Babys zu tun. Ich habe nichts mit Babys am Hut. Ich freue mich für jeden, der ein Kind haben will und eins bekommen kann und eins bekommt und schön. Aber ich habe halt mit Kindern, ich kann auch für Kinder, ich kann keine Gefühle aufbauen. Also wenn du mir auch ein Baby zeigst, ich fühle nichts. Es tut mir wirklich leid. Aber ich fühle dabei einfach nichts. Und ich habe auch schon so oft Kommentare bekommen von wegen, ach, die armen Eltern und das ist eh alles voll schwierig und oh, du bist so fies und ach, die armen Eltern. Nein, man hat es sich selbst ausgesucht. Dann ist man auch nicht arm. Also, man kann es sich aussuchen. Und es fuckt mich einfach des Todes ab, dass es hier so fucking hellhörig ist und ich mir das noch antun muss. Oh Gott. Ich werde gleich abgeholt, aber ich mache jetzt ganz laut Musik. Richtig ugly. Ugly. Ugly.
Hi Leute, noch kurz eine Endsequenz. Ich wollte euch nur kurz zeigen, es ist eine Garmin geworden und zwar die Venue SQ. Venus. Und ja, ich werde die jetzt dann gleich mal anziehen und einstellen und wie auch immer und werde euch aber vielleicht dann im nächsten Vlog mehr dazu erzählen. Jetzt würde ich sagen, erstmal Dankeschön fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.